Nun gibt es viele verschiedene Werkzeuge hier auf der Leiste, aber eines der wichtigsten ist immer noch dieser Pfeil hier oben, denn mit diesem Pfeil können wir Dinge auswählen. Das heißt, wir können sie für eine Bearbeitung herrichten. Und wenn Dinge zu bearbeiten sind, dann sind sie so blau markiert. Und ihr seht, ich klicke diesen blauen Mann an. Jetzt kann ich aber noch nichts mit ihm machen. Jetzt muss ich sagen, was ich mit ihm machen will. Ich will ihn jetzt verschieben. Und da gehe ich auf dieses Werkzeug hier zum Beispiel. Und dann kann ich ihn verschieben und kann ihn woanders hinstellen. Und immer wenn ich wieder ins Leere klicke, also oder wieder auf diesen Auswahlpfeil klicke, dann ist die Funktion wieder nicht mehr aktiv. Beginnen wir mit diesem kleinen Bereich der Werkzeuge, die große Funktionalität haben. Hier siehst du zum Beispiel einen Bleistift. Wenn ich hier auf den Boden von SketchUp klicke und sage, ich stelle mich mal zu dem Fuß von dem Mann, ich scroll da einfach hin, stelle meinen Stift hin und mache jetzt einen Klick mit der linken Maustaste und einen zweiten Klick, dann habe ich eine Linie gezeichnet. Und du siehst, SketchUp bietet uns die Möglichkeit, gleich noch eine zweite Linie dran zu zeichnen. Und ich klicke und ich klicke noch einmal eine dritte Linie. Und jetzt habe ich die einfachste Form einer neuen Form, nämlich drei Linien, die in einer Ebene sind, bilden in SketchUp immer eine Fläche. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um Flächen zu erstellen. Wenn ich jetzt dieses Dreieck wieder wegnehmen will, dann kann ich eigentlich die Linien mit dem Radiergummi-Werkzeug hier oben löschen. Und so entfernen. Will ich das wieder rückgängig machen und das Dreieck herstellen, gibt es hier die wunderbare Funktion der Pfeile. Rückgängig bedeutet, du siehst es schon, dass du die Linie wieder herstellst, vorher wie sie waren. Und es geht alle Schritte rückwärts bis zum Anfang, wo wir begonnen haben. Also, diese beiden Pfeile bedeuten rückwärts machen oder vorwärts gehen. Schritte, die du gemacht hast oder Schritte, die du gern wiederholen möchtest. Sehr wichtig, weil manchmal macht man doch zu schnell etwas. Ich begrüße euch dann in einem nächsten Tutorial, wo ich euch diese Zeichen erkläre.